Hallo, willkommen zu einem neuen Taschenlampenvideo. Heute möchte ich euch die Sofirn SC32 vorstellen. Eine Taschenlampe mit maximal 2000 Lumen und einer Leuchtweite von 214 Meter laut Angabe. USB Typ C laden und IP68 wasserdicht. Geliefert im Karton mit einem kleinen Schuber drüber, finden wir hinten drauf in Englisch die wichtigsten Informationen zur Lampe, eben die Candela-Angabe 11.425, IPX8 steht hier, wassergeschützt, ja, vorne haben wir IP68, 2 Meter Fallhöhe soll die Lampe abkönnen, 214 Meter leuchten, an der dicksten Stelle 25 mm sein und in der Länge 100 mm, ohne Akku 57 Gramm wiegen. Mit Akku sind es 103 Gramm und wir haben die Leuchtmodi angegeben, wobei man sagen muss, wir haben ein Lumen mit über 500 Stunden und wir haben einen Turbo-Modus mit 2000 Lumen und der soll fast 2 Stunden gehen. Das schauen wir uns mal an. Und wenn ich richtig bin aus den grundlegenden Infos online, haben wir auch noch einen Strobo-Modus dabei. Schauen wir mal in den Karton, was hier geliefert wird. Dazu muss man sagen, die Lampe wird über Amazon vertrieben und ihr bekommt auch noch einen Rabattcode mitgeliefert. Dann bekommt ihr die Lampe noch etwas günstiger als normal. Wir haben die Anleitung dabei, die schauen wir uns später mal an. Die wird in Englisch, Deutsch, Chinesisch und so weiter sein, wie das mittlerweile Standard ist. Dann haben wir die Lampe in einem so ein Gummi eingesetzt. Und dann haben wir hier noch einen Karton. Da gehe ich mal fest davon aus, hier werden wir dann Ladekabel dabei haben, ja. Und dann gebe ich nochmal Anleitung. Schauen wir mal hinein. Ladekabel USB-A auf USB-C. Und da versteckt sich noch was. Sieht aus wie so eine Handschlaufe, was ich immer ganz praktisch finde. Und ja, in der Tüte haben wir das Band für die Handschlaufe versteckt. Bringen wir dann auch noch später an. Jetzt erstmal das Wichtigste anschauen. Die Lampe. Wir haben hier einen Hinweiszettel dran, dass wir so einen Schutzkontakt entfernen sollen vom ersten Benutzen, sonst hat der Akku keinen Kontakt. Die Sofirn SC32 in Schwarz. Was man jetzt gleich erkennt, wir haben hier ein Mattschwarz und hier eher so ein bisschen glänzendes, also es ist nicht die gleiche Lackierung, geriffelt für einen besseren Halt. Und hier oben, das ist ja immer so dieses bisschen taktische, diese Einriffelung, sieht erst ein bisschen aus wie Gummi, ist aber anscheinend Metall. Haben hier unten aufgedruckt. Den Akku, wie er einzulegen ist, die Bezeichnung, haben hier den Ladeport mit einer Gummiklappe. Das ist auch, warum es nur für die geringe Zertifizierung der Wasserdichtheit reicht. Ja. Das ist hier ein Gummi, das ist ganz schnell mal nicht richtig verschlossen oder mit der Zeit spröde geworden und dann dringt hier über den Ladeport Wasser ein. Das ist dann ein großes Risiko, deswegen das auch verständlich. Wir haben hier neben eine LED, die zeigt zum einen den Akkuladestatus an und den Akkuladestatus, das zeigt es an. Haben wir hier den Pocket Clip, zwei Wege, ne? Das heißt, ich kann den einmal so ranklemmen, dass die Lampe leuchtet. Ich kann es aber auch zum Tragen hier unten dort dran klemmen, ne? Dort oder dort. Hier haben wir die eine LED,
die hinter einem Schutzglas ist, das eben auch diese 2 Meter Fallhöhe ja, mit angibt. Kann natürlich mal Kratzer drauf kommen, aber es sollte dem standhalten. Und auf der Rückseite haben wir den Druckschalter. So, schrauben wir die Lampe mal auf. Das geht nur hier am Kopf. Und im Inneren haben wir dann den Schutzkontakt, der davor lag. Haben dann hier das untere Teil mit der Feder, damit die oder der Akku schwimmt, gelagert wird. Jetzt nochmal können wir hier gucken, nochmal minus nach unten, plus nach oben. Haben hier den hauseigenen Akku, hauseigen. Das, ja. Es ist zumindest der Firmenname aufgedruckt. 18650 Akku mit 3000 mAh und den üblichen Warnhinweisen. 3,7 Volt. Setzen wir den ein und schrauben den Kopf auf. Dann schließe ich hier mal kurz einen Akku an. Man sieht, man muss ganz schön lange drehen, damit der Kopf wieder fest ist. Das ist eben auch, damit diese Wasserdichtheit erreicht wird. Schließen wir das hier mal kurz an. Dann seht ihr, zack, wird das so angeschlossen und lädt dann. Und zeigt dann hier auch den Ladezustand an. Rot, es wird geladen, durchgängig grün, der Akku ist voll. So, jetzt schalten wir mal an. Wie ihr seht, seht ihr relativ wenig. Das ist jetzt der Moon-Modus. Und hier haben wir jetzt gerade gesehen, hier war es jetzt rot. Ich hoffe, man sieht das. Ja, das heißt, der Akku ist fast leer. Im Lieferzustand. Schalten wir mal kurz die Modi durch. Immer kurz gedrückt halten. Kommen wir in die einzelnen Modi. Zweimal drücken. Turbo. Dreimal Strobo. Jawohl. So. Einfach drücken. Aus. Gedrückt halten. Wenn aus. Moon. Den sieht man eben dann kaum. Jetzt würde ich den Akku erstmal laden. Dann gehe ich damit mal raus. Und dann können wir uns die Leistung einfach draußen im Dunkeln nochmal ansehen. Außeneinsatz mit der Zofern SC32. Ich starte mal Moon. Da muss man schon auf dem Video hier echt hingucken, damit man da was sieht. Und jetzt schalten wir einfach mal die Modi durch. Wer meine Videos verfolgt, kennt diesen Anblick hier schon und kann das vergleichen. Das ist jetzt der hellste, der Turbo-Modus. Und der Strobo. So, einfach nochmal zum Durchgucken die verschiedenen Modi. Das ist übrigens Moon. Man sieht gar nichts auf der Entfernung, ja? Das ist Low, Medium. Und High und Turbo. Außeneinsatz erfolgreich abgeschlossen. Ihr habt die Leistung gesehen. Man muss sagen, der Kopf wird relativ warm. Was ich noch getan habe, ist einfach mal den Turbo-Modus angelassen. Und nach kurzer Zeit, 2 Minuten, 2,5 Minuten, fängt sie an, langsam runter zu regeln. Also die 1 Stunde 50 ist, glaube ich, dann insgesamt veranschlagt. Was ich noch mir angeschaut habe, ist zum einen der Pocket Clip, der lässt sich abnehmen. Hier muss man ein bisschen Kraft aufwenden, dann ist der ab.
Umso mehr wundert mich, dass hier die Schlaufe ran soll. Hier haben wir das Loch im Pocket Clip. Sieht man das jetzt? Kriege ich Fokus da drauf? Ja. Da soll das ran. Es gibt keine andere Möglichkeit, das irgendwo an der Lampe zu befestigen. Also hier ist keine Einfräsung oder ähnliches da. Damit bin ich natürlich nicht ganz glücklich, denn das Ganze kann auch durch einen Schlag, einen Ruck oder ähnliches abgehen. Gerade wenn ich das am Handgelenk habe. Es ist dabei, es ist dran, aber gefällt mir nicht. Also würde ich dann darauf verzichten, das wahrscheinlich am Handgelenk zu tragen. Insgesamt Preis-Leistung total überzeugend. Ja, also da kann man nichts sagen. 214 Meter glaube ich jetzt auch nicht ganz. Ihr habt das draußen gesehen. Ich habe es noch mal ein bisschen auf die Entfernung ausprobiert. Ich würde jetzt mal so grob vielleicht 120 Meter schätzen. Dann dürfte es das gewesen sein oder nur noch ja, im Groben wahrnehmbar sein. Da kann man aber ja, aus meiner Sicht drüber hinweg sehen. Das sind dann immer so Maximalwerte, mit denen jeder Hersteller arbeitet. Bei klarer Nacht irgendwie und so weiter. Na, wird das wahrscheinlich schon irgendwo hinkommen. Eine schöne Taschenlampe. Die man uneingeschränkt empfehlen kann. In matt-schwarz sieht sie auch schick aus. Den Schalter hier hinten finde ich mal ganz interessant, da man die Lampe so tragen und bedienen kann. Warum nicht?